Herzlich willkommen. Ja, Schule ist ein bisschen wie Fußball. Alle reden mit, alle wissen es besser. Die einen wollen die Prüfungsnoten abschaffen, andere die Hausaufgaben oder sogar das Langzeitgymnasium. Die einen wollen Handys verbieten, andere dagegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht fördern. Was hilft wirklich und was soll eine gute Schule eigentlich leisten? Darüber rede ich jetzt mit Roland Reichenbach, Bildungsexperte, Erziehungswissenschaftler und Professor an der Universität Zürich. Ja, Herr Reichenbach, fangen wir mal ganz konkret an. Prüfungsnoten abschaffen, ist das eigentlich eine gute Idee? Ich glaube, Noten abschaffen ist keine gute Idee. Und ich glaube, Noten sind höchst problematisch. Beides. Oh. Ja. Es gibt keine gute Lösung. Noten sind problematisch. Das wurde gezeigt, auch in der Schweiz. Die Validität ist gering. Die betrifft vielleicht einen Klassenraum. Kaum geht die Note aus dem Klassenraum weg, hat sie fast keine Bedeutung mehr. Aber im Grunde genommen, wenn man schon so ein meritokratisches System hat, muss man irgendwie vergleichen können. Mhm, und also meritokratisch Leistungsgerechtigkeit. Ja, dass man die faktisch ist es aber ja gar kein meritokratisches System, sondern eher ein heritokratisches. Das heißt, Bildung wird eigentlich eher vererbt. Aber im Unterschied zu Vermögen, das vererbt wird, muss man keine Steuern zahlen. Über das aber, werden wir noch reden, ja, Stichwort Bildungsgerechtigkeit. Aber ich würde sagen, ich glaube, die Noten sind ein Ärgernis. Und ich glaube, wenn man sie abschafft, dann löst man keine Probleme. Das wollte ich damit sagen. Die Stadt Luzern macht genau das, hat das vor in 2 Jahren. Ab Sommer 26 werden die Prüfungsnoten in der Primarstufe abgeschafft, später dann auch in der Oberstufe. Und wir hören uns mal an, wie das eigentlich die Schülerinnen und Schüler finden. Ja. Also ich finde es gut, dass wir das so machen, weil wir kriegen mehr Rückmeldungen. Also weil eine Note ist eine Note. Und wenn wir eine Rückmeldung bekommen, dann wissen wir, was wir verbessern können, was wir vielleicht mehr lernen sollen. Ich finde es super, weil man hat sich richtig einschätzt, wo man genau in den Fächern und Lernzielen steht. Also wir haben immer Texte im Test und im Pläne in die zweite Woche. Und man kann sich wirklich gut einschätzen, wo man in diesen Fächern steht. Der Mehrwert von unserem Rahmenkonzeptbeurteilung ist, dass wir die Noten auf ein Minimum reduzieren, und zwar am Ende des Semesters. Damit bekommen wir Luft über während dem Semester, im ganz ordentlichen Unterricht, andere Beurteilungsformen, vielfältige Beurteilungsformen einzusetzen. Ja, ein Kompromiss fast eigentlich, oder? Nee, ich meine, diese Jungen, die sagen das sehr gut. Ich meine, die sind ja ganz für diese Reform, das verstehe ich bestens. Und auf ein Minimum reduzieren. Das heißt, am Schluss sind sie da trotzdem da. Und das wissen ja alle. Und die Noten sollen nicht heilig sein. Das ist, glaube ich, wichtig. Genau. Und sie stehen in der Regel auch nicht einfach allein. Aber welche Art von Feedback brauchen eigentlich Schülerinnen und Schüler? Was hilft wirklich? Ja, Feedback hilft, sich zu vergewissern, wo man steht. Und zwar im Vergleich zu den anderen natürlich, aber auch im Vergleich zu den eigenen Lernfortschritten, die man gemacht hat. Diese Sorte von Evaluation, die gehört zum Leben, das haben sie überall. Und die Frage ist schon, muss das quantifiziert werden oder nicht? Und ich glaube, wenn es nicht quantifiziert wird, wird es plötzlich schwierig. Dann ist es interpretationsbedürftig. Wenn man aufgrund von Worten dann Selektionsentscheidungen trifft, ist es schwierig. Dann macht man es lieber in Bezug auf durch Noten. Dann und stehen die Eltern plötzlich vor der Türe. Ja, und die sind auch höchst problematisch. Die Eltern? Ja, die Noten wollte ich sagen, diese Noten. Viele Eltern, glaube ich, sind wirklich problematisch. Ja, das kann man sicher sagen. Warum? Weil sie vor allem etwas im Kopf haben und das ist der Erfolg ihres eigenen Kindes. Und ich glaube, diese These möchte ich schon, hier darf man ja ein bisschen kritisch sprechen. Unbedingt. Ich würde sagen, also je bildungsaspirierter die Eltern sind, also die eigentlich selber Mitglieder der Bildungsklasse sind, die etwas auf sich halten und ihre Bildung, desto mehr sind sie besorgt um die Bildung ihrer Kinder und diese Reproduktion. Und sie gehören auch zu der Bildungsklasse, ich auch. Aber die Catherine Liu, amerikanische Sozialistin, die hat sehr schön von dieser, die nennt diese Klasse, ich habe es jetzt Bildungsklasse genannt, nennt die Professional Managerial Class, PMC. Und dann sagt sie, ich mag nicht, was ich von meiner Klasse sehe. Und so ähnlich habe ich es. Ihnen auch? Okay. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Und ich glaube, die
in Anführungszeichen Gewinner des Systems, die sehen sehr stark, haben sehr stark ihre partikulären Interessen, mhm, und die können sie auch relativ gut verteidigen. Und die sind auch relativ laut im Bildungsdiskurs. Und das ist dann schwierig, dann gibt es so etwas, ein Ungleichgewicht und eine Bildungsungerechtigkeit. Und nehmen wir ein zweites konkretes Beispiel neben den Noten, nämlich das sind Hausaufgaben. Das ist auch eine große Debatte, weil auch da sind nicht alle Eltern haben gleich viel Zeit und gleich viel Wissen, um den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen. Also Kritikerinnen und Kritiker sagen, das verstärkt nochmal die Ungleichheit, wenn wir Hausaufgaben mitgeben. Ja, und das andere Argument ist, man kann durch Hausaufgaben versuchen, bestimmte Unterschiede oder Defizite zu kompensieren. Mhm. Ich glaube, die Hausaufgaben, wenn man so redet, dann redet man immer, ist man immer quasi auf der Ebene des Leistungserfolges. Aber die Schule hat nicht nur mit den individuellen Leistungen zu tun. Und ich glaube, speziell die Hausaufgaben. Ich war übrigens, also was Hausaufgaben betrifft, ein ziemlich begabter Verdränger, muss ich sagen. Das heißt, meine Devise war, verschiebe doch auf morgen, was du heute könntest besorgen. Das, mhm, ist noch heute meine Devise. Mhm. Häufig merkt man, zum Glück hat man es nicht gemacht, weil es ist gar nicht nötig gewesen. Aber was ich sagen wollte ist... Wie froh sind Sie gekommen? Ja, aber was ich sagen wollte ist, die Hausaufgaben, das ist ja, hier haben wir die Schule und hier haben wir das Haus, den Oikos. Mhm. Und dann erfrecht sich die Schule, sozusagen mich in meine Freiheit im Haushalt sozusagen, mhm, zu belästigen. Und das fand ich wirklich unangenehm. Und deshalb, ich war lieber draußen zum Fußballspielen oder Skifahren. Und dann ist plötzlich schon Abend und dann gibt's Abendessen. Mhm. Man hat die Hausaufgaben immer noch nicht gemacht. Dann hat man ein schlechtes Gewissen. Und, oder ich, mhm, und ist gestresst. Mhm. Mhm. Und das erinnert an Sokrates. Ich will nur sagen, das Gewissen ist dieser Geselle, der dich zu Hause erwartet. Und, Daimonion, ja, das schlechte Gewissen. Ist, dass man, und das und ist wichtig, dass man das lernt. Ich glaube, man erfährt sich, okay, als Versäumniswesen und man lernt etwas über den Menschen, die ganze Versäumnisnatur. Aber es gibt auch diese Menschen, die Hausaufgaben sofort machen, mhm, und dann sind sie frei. Die fühlen sich gut. Mhm. Deshalb sind sie mit ihrer Versäumnisnatur nicht vertraut. Und das ist auch wieder ein Fehler im Grunde genommen. Sie sind der Vater von 4 erwachsenen Kindern. Die, ja, sind um die 30 jetzt. Wie war das denn? Wie haben Sie mit denen Hausaufgaben gemacht zu Hause? Oder gesagt, verdrängt mal schön. Nein, es gab ab und zu solche Momente. Aber ich habe mich eigentlich wenig gekümmert um die Hausaufgaben meiner Kinder, muss ich sagen. Es kam zu diesen Momenten. Aber schon meine Eltern haben sich nie gekümmert um meine Hausaufgaben. Ob das gut oder schlecht ist. Und auf die Noten geguckt und dann geschaut, dass die Kinder... Nein, wichtig war einfach, dass man durchkommt. Mhm. Aber für uns war das wichtig. Ja. Und damals als Junge war es wichtig, dass man nicht zu gute Noten hat. Das, ja, passte nicht zum alpinen Vorstellung der Maskulinität. Man darf nicht ein Streber sein, das ist das Wichtigste. Aber man muss trotzdem durchkommen. Also das heißt, Sie waren so ein mittelmäßiger Schüler, aber Sie haben, glaube ich, viel Sport gemacht, viel Musik, ja, gemacht. Da sind Sie aufgegangen, aufgeblüht, ja, oder? Erst spät angefangen mit Lesen und ja, und so. Relativ spät, ja. Ja, das, ja, heißt in der Pubertät, oder? Ja. Ja, ja, mein erstes Buch, was ich gelesen habe, hieß Mein Schicksal heißt Katrina. Und ich war damals eigentlich in ein Mädchen verliebt und die hieß Katy. Und, oh, und ich habe gedacht, es ginge da um eine, um ein Mädchen oder eine Frau oder sowas. Ja. Und, aber tatsächlich ist Katrina ein Name eines Schiffes gewesen, eines Bootes. Mhm. Und es ging um die Überquerung des Atlantik. Und das war, trotzdem habe ich das Buch fertig gelesen. Mhm. Aber es war schon ein bisschen enttäuschend, und sich dafür Navigation zu interessieren. Ja. Ja. Hat man etwas ganz anderes erwartet und dann das. Gut. Ja, aber irgendwo muss man den Einstieg finden. Genau. Sie sind aufgewachsen im Berner Oberland, in, ja, Saanen, 1962 geboren, in Gstaad zur Schule gegangen, haben dann das Lehrerseminar gemacht, später studiert, Psychologie, Pädagogik, Ethik in Fribourg, Stanford, Montreal, Professor geworden für Erziehungswissenschaft in Münster erst, dann in Basel und seit 2013 in Zürich. Sie waren auch Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung und Herausgeber der Zeitschrift für Pädagogik. Ich stelle mir das schwierig vor. Sie haben über Ihre 4 Kinder geredet. Es gibt ja auch diese Helikoptereltern, die dann, Sie haben gesagt, Eltern können auch anstrengend sein für die Lehrerinnen und, ja, Lehrer, wenn sie sich so stark fordern. Wie waren Sie da? Bei den Hausaufgaben waren Sie zurückhaltend, aber sonst? Ich glaube, ich war eher zu wenig aktiv.
Als, mich als Vater, fragen Sie. Ja, genau. Als meine Vaterrolle. Eher zu sehr abwesend, heißt das. Ja, ich war, war ich auch durch meinen Beruf zu viel abwesend. Und dann, ich würde sagen, je älter sie wurden, jetzt die Kinder, desto mehr habe ich auch, haben wir auch viel Inhalte miteinander ausgetauscht. Das ist schon so. Also ganz abwesend war ich nicht. So, das würde ich jetzt da so ableugnen. Mhm. Ja. Ich meine, wenn wir zurückschauen, so die Unterrichtsform, das hat sich schon auch stark gewandelt. Vieles ist gleich geblieben, aber es hat sich stark gewandelt. Und derzeit wird auch viel experimentiert mit Unterrichtsformen, und wir haben ein Beispiel mitgebracht aus dem Kanton Thurgau, aus Bürglen. Da gibt es keine Lehrerinnen und Lehrer mehr, sondern die heißen Coaches. Und es gibt sogenannte Lernlandschaften, und es geht um selbstorganisiertes Lernen, wie das heißt. Und da wird auch aufs Individuum Wert gelegt und geschaut, dass man Rücksicht nimmt aufs individuelle Tempo, auf die Bedürfnisse. Und wie das genau ausschaut, das gucken wir mal. Er hat Schule neu gedacht. Schulleiter Philipp Frey aus Bürglen, Kanton Thurgau. Wir haben Schulzimmer aufgelöst, wie sie früher noch üblich waren. Keine Klasse mehr mit eigenen Schulzimmern, sondern wir haben die Wände rausgenommen und haben aus diesen drei Schulzimmern eine grosse Lernlandschaft gemacht. Wieso macht das Sinn, gerade jetzt Punkt der Inklusion? Was ist denn da der Zweck? Weil jetzt die Lehrpersonen nicht mehr allein in ihrem Zimmer sind, sondern sie kooperieren. Durch dieses System ist man nicht mehr allein unterwegs. Und nicht mehr allein unterwegs kommt immer der Kind zu gut. Aber dann braucht ihr einfach mehr Ressourcen als andere. Nein, wir haben die gleichen Ressourcen wie andere Schulen auch. Wir haben es einfach anders organisiert. Die Schule Bürglen macht alles etwas anders. Zu Beginn einer Lektion versammeln sich sämtliche Kinder eines Jahrgangs in den neuen Riesenzimmern. Nach einer gemeinsamen Info schwärmen sie aus und lernen in Kleingruppen. Lehrer heißen hier Coaches. Die Coaches, wie wir sie nennen, nur noch für eine kleinere Gruppe von Schülerinnen und Schülern direkt zuständig sind, haben sie auch intensivere Gespräche. Wir sagen dem Coach-Gespräch. Bürglen hat dieses System ab der dritten Primarklasse. Da ist jetzt die Situation, das ist immer eine Flüsterkultur. Ja, da ist Flüsterkultur der LL, jetzt sind sie ruhig am Arbeiten. Wenn sie reden wollen, gehen sie über zwei raus oder in so Kojen. Jetzt haben wir hier zwei UAs, den Elias mit dem UA. Dann ist noch eine zweite Unterrichtsassistenz, weil wir ja hier auch noch das Kind mit diesem Spektrum stören. Trisomie 21, Autismus, ADHS. Alle, die wollen, werden in Bürglen integriert. Die Welt ist kein Ponyhof, wo ich mir wähle, weil ich Kinder habe, sondern ich habe Kinder, die so sind. Und eigentlich geht es darum, wie kann ich mich in Kooperation mit meinen anderen Kollegen so weit entwickeln, dass wir auch die Kinder bei uns aufnehmen können oder die begleiten, zum Grosswerden. Ja, da steckt ganz schön viel drin. Über das Thema Inklusion, Integration werden wir gegen Ende der Sendung noch reden. Jetzt erstmal dieses selbstorganisierte Lernen mit Coaches. Ich hätte Spaß daran gehabt. Ja, also dieses Beispiel, das sieht ja jetzt schön aus und kann auch gut sein. Ich will das gar nicht kritisieren, aber als Bildungsphilosoph kritisiere ich diese oder befrage. Kritisieren heißt nicht, dass ich es ablehne, sondern es heißt, ich befrage sie, wie gut sind die Behauptungen, die Konzepte dahinter. Und was selbstorganisiertes Lernen ist, das weiß ich bis heute nicht. Auch was digitalisiertes Lernen sein sollte. Lernen ist Lernen. Wenn jemand selbstorganisiert sein kann, dann ist es vielleicht die lernende Person. Aber das Lernen tut sich nicht selber organisieren, sondern es ist die Person. Verstehen Sie? Es ist eine kleine Differenz, es ist eine semantische Differenz, aber sie macht sehr viel aus. Wenn man jetzt schaut, das ist selbstorganisiertes Lernen, das können Sie gar nicht beobachten, weil man Lernen sowieso nicht beobachten kann. Das heißt, ich würde sagen, das sind unterschiedliche Arrangements, und es braucht immer ein neues Vokabular. Coaches statt Lehrperson. Die Lehrperson hat irgendetwas Biederes, das ist quasi die Person muss verschwinden, und hier haben diese sportive Moment des Coaches. Und ich misstraue dem. Nicht, dass es im Einzelfall so gut funktionieren kann, aber dass das sozusagen die neue Denke in der Pädagogik oder in der Didaktik sein soll, dem misstraue ich. Das sind diese Vokabeln, die gibt es zuhauf. Aber die Idee, dass das Kind selber bestimmen kann, wann es was macht, wie schnell es ist, und dass die Lehrerin eher begleitend da ist, wenn es ihn braucht und sonst nicht, das ist doch eigentlich eine gute Vorstellung. Das heißt, man lernt das Kind auch Freiheit, Selbstbestimmung.
Also, die eigenen Interessen finden, entdecken, denen nachgehen. Das sehen Sie dort. Ja, das stelle ich mir vor, unter selbstorganisiertem Lernen. Ja. Nein, ich würde sagen, das sind diese Vokabeln, da merkt man eben, das sind diese Aufklärungsvokabeln. Niemand ist gegen Selbstbestimmung. Mhm. Aber die Schule ist eine Zwangsanstalt, da sind wir uns einig, oder? Und es ist nicht einfach offen, was man lernt. Da haben wir dieses ganze Vokabular. Offen, selbstbestimmt, selbstorganisiert, Eigenerfahrung und so weiter. Und alle nicken mit dem Kopf, weil sie das so wunderschön finden. Ja. Und es ist alles nur gut. Und schauen Sie, wenn alle mit dem Kopf nicken, ist das eigentlich eine Art Gottesdienst. Nichts gegen Gottesdienst, aber es ist so etwas wie eine höhere Gedankenlosigkeit. Und Max Planck hat mal formuliert, es gibt Dinge, über die wir uns einigen können, und wichtige Dinge. Sehr schön. Und ich glaube hier, ich will nicht solche Projekte oder Reformschulen oder Laborschulen und so weiter kritisieren. Aber das Denken dahinter, ich finde das wirklich peinlich. Aber Herr Reichenbach, das klingt alles so konservativ. Also ich meine, Sie sagen ja auch, ich finde, wenn die Leute sagen, Schule soll auch Spaß machen, es muss spielerisch sein, unterhaltsam, finde ich das eigentlich richtig. Es ist schwierig, das umzusetzen, stelle ich mir vor. Aber die Aussage, Schule soll Spaß machen, die macht auch ethisch überhaupt keinen Sinn. Also es tut mir leid. Wenn man sagen kann, schön ist es, wenn man an einem Inhalt Freude hat. Ich finde übrigens Freude besser als Spaß. Richtig. Aber das kann man nicht herstellen. Und das heißt, dieses Sollen tut suggerieren, als ob man die Mittel hätte. Niemand ist gegen Freude. Das ist doch klar. Aber dass das Lernen immer mit Spaß zu tun hätte, dass man die eigenen Lernprozesse immer selbstbestimmt irgendwie organisieren kann, es trifft sowas von nicht zu. Das meiste, was wir lernen, ist Übernahme von Fremderfahrung. Und das hat mit konservativ oder so überhaupt nichts zu tun. Sondern es hat damit zu tun, dass das pädagogische Vokabular, auch im Didaktischen, so vereinseitigt ist. Und ich sage nicht, selbstorganisiert ist schlecht. Ich sage nur, damit kann man nicht eine Pädagogik machen. Und auch das Lernen kann man so nicht ganz definieren oder verändern. Mhm. Ja. Aber es wird ja auch viel über neue Autorität gesprochen. Was kann das heißen, eine gute Form von Autorität zu haben als Lehrerin? Was würden Sie sagen? Was ist das? Also ich würde sagen, also das, was unter dem Label neue Autorität, das ist ja da um Chaim Omer und so weiter entstanden. Und hier in Zürich gibt es viele Lehrpersonen, die sich mit diesem Konzept der neuen Autorität, die sich von dem leiten lassen. Und ich glaube, die machen zum Teil auch gute Dinge. Das Gute daran ist, dass hier das Thema der Autorität wieder ein bisschen salonfähig geworden ist, weil die Autorität, da muss man eigentlich unterscheiden. Die Autorität hat einen sehr negativen Ruf. Die Autorität kommt eigentlich aus dem römischen Senat. Ist eigentlich ein politischer Begriff, ähnlich wie die Autonomie. Eigentlich macht das nur im politischen Sinn. Ja. Und der Autoritas, das ist quasi das, worüber der römische Senat in der Antike verfügt. Das heißt, man sollte diesem Rat der Ältesten sein Ohr, das ist das Organ des Gehorsams, leihen. Aber die haben nicht die Potestas, die können nicht durchsetzen, sondern es ist die Erfahrung, man sollte denen zuhören. Mhm. Und im Grunde genommen, Autorität bedeutet jetzt in einem positiven Sinn, bedeutet nicht, Autorität hat man nicht, sondern sie wird einem verliehen. Wenn Sie mein Zahnarzt sind, dann vertraue ich Ihnen, weil ich denke, Sie haben da Kompetenzen, die ich nicht habe. Und das heißt, die Anerkennung von Autorität im Bereich des Wissens bedeutet Glauben. Wir können nur, den Glaubwürdigen soll geglaubt werden. Mhm. Fragt man das kleine Kind, woher weißt du das? Er sagt, die Lehrerin hat es gesagt. Mhm. Und das heißt, dieses Wissen hat es übernommen, aber es ist eigentlich noch kein wirkliches Wissen, sondern es ist ein Meinen, was es übernommen hat von der Lehrerin. Mhm. Und wenn jetzt der Arzt oder der Zahnarzt sagt, sie müssen das und das machen, und ich mache das, dann bin ich folgsam. Das heißt, im Bereich des Verhaltens bedeutet die Anerkennung von Autorität folgsam sein. Aber es resultiert aus einer Einsicht heraus, nicht aus Angst oder aus purem Gehorsam oder Disziplin, dass ich irgendwie dem Lehrer dann glaube und das mache, sondern weil ich irgendwie das Vertrauen habe, dass das weiß. Aber eben, Sie wissen es nicht. Pädagogik, Agogein heißt führen. Und die Geführten wissen nicht immer, wann sie geführt werden und wann sie verführt werden. Und deshalb gibt es so etwas wie eine pädagogische Ethik. Und deshalb muss quasi die Autorität oder die Person, die die Autoritätszuschreibung verdient, die muss eben tatsächlich glaubwürdig sein. Und sie verliert, wenn sie ihre,
Wenn ich Ihnen nicht mehr, Ihre Autorität nicht mehr anerkenne, dann haben Sie, wenn Sie mein Lehrer sind, ein Problem und dann werden Sie autoritär. Mhm. Dann versuchen Sie mich zu maßregeln und so weiter, weil Sie diese Anerkennung nicht mehr haben. Das heißt, autoritäres Verhalten und Autorität als Anerkennungsverhältnis sind zwei unterschiedliche, sogar quasi antipodische Dinge eigentlich. Aber ganz kurz, was ist der Kern dieser neuen Autorität? Der Kern, ich habe übrigens mit diesen Leuten auch schon gestritten ein bisschen, aber auch also freundschaftlich. Und ich würde sagen, hier wird einfach die pädagogische Beziehung sehr gestärkt. Und dass es neu heißt, ich glaube, das ist eher eine rhetorische Formel. Im Sinne von, die Alte ist die Diffamierte. Mhm. Und wenn man schaut bei Homer, merkt man eben, die schlechte oder die alte Autorität, das ist die, die eben vor allem autoritäres Verhalten sozusagen an den Tag legt. Ja. Und deshalb würde ich sagen, das ist neu. Schauen Sie, diese Adjektive, das ist eben aktives die Lernen, Neues und so weiter. Erziehung als Beziehung, also die Beziehung ist sicher ganz grundlegend. Ja. Interessant bei Ihnen ist ja auch bei diesem selbstorganisierten Lernen, wenn wir jetzt noch einmal an Bürgeln denken. Sie sagen, das ist letztlich, oder stellen die Frage, das könnte auch eine Pädagogik der Privilegierten sein. Ja. Nämlich, das kommt den Schülerinnen und Schülern zugute, die eh schon gut sind im Unterricht. Ja, das würde ich unbedingt so behaupten. Und ich glaube, da gibt es auch einige wichtige empirische Indizien dazu. Nicht zuletzt diese berühmte Hattie-Studie, über die man einfach herfahren kann, aber die sehr wichtig ist. John Hattie, das heißt, Bildungsforscher, der gesagt hat im Wesentlichen, dass auch die Beziehung wichtig ist, aber dass die Lehrperson ganz wichtig ist. Lehrperson, ganz viele Faktoren. Lernerfolg. Ja. Aber das Interessante, also was ich sagen wollte, ist, wer privilegiert ist. Und privilegiert, das ist nicht so einfach, das zu definieren. Das muss jetzt nicht der sozioökonomische Status allein der Eltern sein. Das korreliert natürlich. Mhm. Aber man kann auch privilegiert sein, wenn die Eltern an der Bildung des Kindes interessiert sind. Obwohl sie vielleicht nicht formale Bildungsabschlüsse haben, aber sie sind sehr interessiert. Und sie spornen das Kind an, Dinge zu tun. Das heißt, es gibt unterschiedliche Quellen des Privilegiertseins. Und ich würde sagen, privilegiert die Didaktiken, die so mit Offenheit und Eigenverantwortung und selbstbestimmt und Wochenplan, wie das alles heißt, die funktionieren sehr gut für die Privilegierten, die leistungsmotiviert sind, die interessiert sind, und für andere, die aus unterschiedlichen Gründen nicht so leistungsmotiviert sind oder auch leistungsschwach sind, für die ist es schwieriger. Die müssen quasi an der engeren, kürzeren Leine gehalten werden. Sie brauchen mehr Ermutigung, sie brauchen mehr Feedback, Rückmeldung. Und das weiß ich, glaube, jede Person, die irgendwie mal mit Kindern zu tun hat, es kann nicht sein, das ist eine Methode, die für alle sozusagen optimal ist. Und ich würde sagen, ein Großteil dieser Ideen, Lernen kann man nicht alle 10 Jahre neu erfinden, das ist ja selber ein bisschen fromm, diese Ansicht, dieser Anspruch auf Originalität des Menschen. So funktioniert es nicht. Aber die privilegierten Kinder und Jugendlichen, und auch die sind in jeder Welt privilegiert. Aber manche sind in bestimmten Didaktiken und Pädagogiken, werden dann umso größere Probleme haben. Mhm. Interessant. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also daran denkt man nicht, aber es kann die Ungleichheit noch mal verstärken, diese neuen Konzepte, die so gut klingen, nach Gottesdienst, wie Sie sagen. Bevor wir so ins Philosophische tauchen und fragen, was Bildung überhaupt soll und was das Ziel von Schule ist, würde mich schon noch interessieren, das treibt viele Eltern auch um derzeit, also Handys, Social Media, überhaupt Digitalisierung. In welchem Lager sind Sie da? Team Alarmismus oder Team Gelassenheit? Gibt es noch ein drittes Team? Nein. Ich weiß es nicht. Also ich meine, man hört ja immer wieder Stimmen, die jungen Schülerinnen und Schüler haben Mühe, sich zu konzentrieren, längere Texte zu lesen und so weiter. Ja, ich stimmt das? Ja, ich glaube, das kam, also meine Erfahrung ist das natürlich auch auf Ebene der Universität. Also erstens würde ich sagen, die Bildschirme haben eine solche Dominanz in unserem Leben erhalten. Die Kindheit ist ja eine Bildschirmkindheit geworden. Die Freizeit ist eine Bildschirmfreizeit. Die Arbeit ist eine Bildschirmarbeit. Und die Bildung ist eine Bildschirmbildung.
überall dieses, das ist ein trauriges Bild, da sieht man so, nicht nur nein. Junge, die alle schauen, sie reden nicht miteinander, schauen, das ist irgendwie erbärmlich. Und das ist irgendwie, dann denkt man, ja, das ist jetzt die individualisierte Gesellschaft. Das ist jetzt die plurale Gesellschaft, wo alle das Gleiche machen. Aber auch die Alten, auch so, alle immer Handy. Wie pavlovsche Hunde. Da macht's pling, dann beginnen sie gleich zu saben. Da muss man gleich schauen. Und deshalb glaube ich, aber das klingt so, Sie möchten, also dann soll die Schule doch, könnte so eine Gegenwelt sein, wo man sagt, leg das Handy mal weg, jetzt. Ja, ich glaube, die Digitalisierung unserer Welt ist sowieso ein Faktum und sie bietet unglaublich interessante und positive Aspekte. Sie hilft uns sehr und gleichzeitig nimmt sie uns sehr viel. Sie kann unsere Zeit regelrecht auffressen, wenn wir nicht irgendwo dagegen halten. Schlimm ist im Grunde genommen, dass sie meines Erachtens ein Problem für die inneren Bilder, für die Imagination, für die Kultivierung der Imagination, der Einbildungskraft darstellen könnte. Die sogenannte Bilderflut, die halte ich nicht für problematisch. Sie ist nur dann, weil man kann nicht dauernd mit allen Bildern irgendwie konfrontiert, das ist sowieso lächerlich. Aber diese Idee der Bilderflut, auch dieses Wort. Aber wenn sie zu einer inneren Bilderarmut führt, genau, dann haben wir ein Problem. Dann würde ich sagen, das ist ein Problem. Mhm. Und deshalb geht es in der Bildung, glaube ich, in Zukunft auch verstärkt darum, sich von der Dominanz der Digitalität oder der digitalen Welt auch loslösen zu können. Und das ist nicht A oder B im Sinne von man ist dafür oder dagegen, sondern es ist tatsächlich ein Umgang. Aber man sagt immer Umgang. Ja, was ist denn der Umgang? Weil man sagt, ich meine, dann kommen die Leute und sagen, ja, wir müssen eben Medienkompetenz. Ja. Ich meine, Entschuldigung, die kleinen Kinder und auch die jüngeren Kinder und Jugendlichen zum Teil müssen sie einfach, die müssen überhaupt nicht medienkompetent sein, sondern sie sollen mit bestimmten Inhalten einfach nicht konfrontiert werden. Okay. Sie müssen geschützt werden. Ja. Und das die ist Schule, These. Das ist, ja, ja. Und das ist auch eine Aufgabe, das ist nicht einfach die Aufgabe von Eltern oder von Medienpädagoginnen und Pädagogen, das ist eine Aufgabe auch des Staates. Das sind die jungen Menschen. Mhm. Es gibt hier Gefahren, die sind nicht gut. Das kann die Pornografie sein, das kann der Extremismus sein, das kann irgendetwas sein oder die Gewalttätigkeit. Oder einfach nur Sucht. Oder pure Sucht. Mhm. Irgendwo, das ist nicht eine Frage der Kompetenz, sondern es ist eine Frage der Prinzipien und des Schutzes, ja, zu einem großen Teil. Aber ich meine, wenn es um die Frage geht, wie man mit neuen Technologien umgeht, stellt sich natürlich auch die Frage nach der künstlichen Intelligenz, ChatGPT, das hat den Unterricht schon verändert, an der Uni nehme ich an sowieso, bei ihren Seminararbeiten und so, aber auch in der Schule, Maturaarbeiten und sonstige längere Texte. Was kommt da auf uns zu? Ja, es ist interessant. Ich meine, diese künstliche Intelligenz, ich bin ja überhaupt kein Spezialist, das ist ja, hat ja etwas sehr Faszinierendes und auch etwas Bedrohliches. Und es wird sicher so sein, dass viele Berufe entweder sich total transformieren oder ganz verschwinden. Wenn Sie denken, die Übersetzung, die Sprache und so weiter, alle diese Dinge, das ist dann, wie schnell man da einen Text irgendwie generieren kann. Aus bildungstheoretischer Perspektive ist das natürlich alles bedenklich, weil eigentlich lagert man sozusagen viel der mühsamen Arbeit, denkt man, aus. Und dann kriegt man Literaturangabe, Konzepte und so weiter, wie man zum Beispiel irgendeine Arbeit schreiben könnte. Und das hat dann AI oder KI quasi für mich generiert. Und dann finde ich das toll. Nur, das habe nicht ich generiert. Und ich sage nicht, ich bin nicht ein Purist. Aber man merkt zum Beispiel, man muss sich kümmern für den Geist, aber auch für den Körper. Joggen, ich tue nicht so gern joggen. Ich würde gern, wenn man so ein Tool hätte, so ein KI, was für mich joggen geht. Auslagern, Sport auslagern. Ja, aber das kann man nicht. Da wissen wir, um den Körper geht es nicht. Aber bei der Bildung oder bei den geistigen Tätigkeiten tun wir das. Und ich will ein kleines Beispiel sagen. Interessanter Vergleich. Ein kleines Beispiel, wo das nicht so wichtig ist. Zum Beispiel, Sie kennen das EndNote, dort, wo man die Literatur, die Referenzen eines Artikels oder so weiter, kann man ja so, dann hat man sie einmal gespeichert und dann kann ich nur Taylor 96, puff, und dann ist hinten, heißt es dann, Quellen des Selbst und so weiter und so fort. Oder? Ja. Und ich muss das nicht, ich mache das zum Beispiel nicht, ich tippe das immer neu. Jedes Mal, Taylor 96 habe ich schon hunderte Mal getippt. Immer wieder neu. Man könnte sagen, das ist ein Zeitverlust. Und irgendwo ist es auch ein Zeitverlust. Aber mit der Zeit kennen Sie so viele Literaturangaben auswendig. Sie wissen, in welchem Verlag. Sie wissen, wann die Übersetzung ist. Sie wissen, wie das Original hieß. Jetzt kann man fragen, was heißt das? Bedeutet das etwas?
dieses Auswendiglernen? Ja. Ich glaube, ja. Es hilft ihnen und es ist ein Wissen, was sie sozusagen inkarniert haben. Wenn wir sagen, auswendig lernen, dann tönt das immer so negativ. Learning by heart turns true, oder? Verinnerlichen. Ja. Ja. Mhm. Aber dass wir etwas, das ist die Einbildung, damit ist es eine Ausbildung, quasi die, dass wir etwas in uns aufnehmen, dass es ein Teil von uns wird und wir es nach außen wenden können. Mhm. Es ist ein Teil. Aber es kommt darauf an, was wir da auswendig lernen. Jetzt die Hauptstädte der ganzen Welt ist wahrscheinlich weniger sinnvoll als irgendwelche anderen Sachen. Das sagen Sie. Erstens, wer sagt, ja, schauen Sie, das ist jetzt, warum Flussnamen auswendig lernen? Oh, ja. Jetzt müsst ihr auch noch Bergnamen, Flussnamen. Ja. Erstens, ich würde sagen, dann kommen die häufigen Menschen, es bringt ja gar nichts, auswendig zu lernen, weil die Halbwertszeit des Wissens vergeht, alles bringt nichts. Oder man kann es nachschauen, ist ja auch man ein Argument. Also warum soll ich etwas lernen, das ich jederzeit nachschauen Also ich bin ja voll für das Auswendiglernen. Und ich lerne auch jetzt in meinem Alter Dinge noch auswendig. Zum Beispiel Gedichte. Aber auch wenn ich irgendwie Kurse gebe und dann gibt es zu irgendeinem Modell gibt's 5 Punkte, dann lerne ich diese 5 Punkte auswendig. Ja. Und sie sind dann da. Und sie kommen mir dann in anderen Momenten wieder in den Sinn. Dann habe ich viel mehr Verknüpfungspunkte. Okay. Und das heißt... Aber das ist ja interessant. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Hans Blumenberg. Bildung ist ein, den zitieren Sie auch gerne, Bildung ist ein, kein Arsenal, sondern ein Horizont. Ja. Also es ist keine Aneinanderreihung von einzelnen Punkten, Fakten, Wissensinhalten, ja, sondern ein Horizont, der sich auch erweitern kann. Aber Sie sagen, es gibt keinen Horizont, wenn da nicht einzelne Punkte sind. Ja, ich würde so sagen, Arsenal, das könnte quasi so die Kompetenzen sein. Diese ganzen Kataloge, da habe ich auch noch einen Köcher, so einen Pfeil, den kann ich auch noch abschießen. Oder? Das ist ein Arsenal. Arsenal ist ja auch eine martialische Metaphor. Ja. Und ein Horizont, was können Sie mit einem Horizont anfangen? Nichts. Das gefällt mir dran. Das ist ein Horizont. Und trotzdem, wenn Sie ein Problem haben, mit Menschen sprechen wollen, dann wollen Sie lieber mit Menschen sprechen, die einen breiten Horizont haben. Nicht mit solchen. Mhm. Auch die einen breiten Horizont haben, die wissen nicht alles und die können Ihnen nicht helfen. Sie sind in einer Beratungsgemeinschaft. Aber sie haben einen breiten Horizont. Die bringen neue Perspektiven rein. Mhm. Und das gefällt uns Menschen. Es tut uns gut. Am Schluss müssen wir die Entscheidung irgendwo selber treffen. Das ist quasi ein Orientierungswissen. Und das, was man heute immer unter Kompetenz versteht, hat mit Orientierungswissen nichts zu tun, sondern vor allem mit Verfügungswissen, damit man Dinge anstellen kann. Mhm. Und da versteckt sich so eine Herstellungs- und Zugriffsmentalität, meines Erachtens eine Philosophie der Macht. Uiuiuiuiui. Also dieser Kompetenzbegriff ist ja auch in diesem Lehrplan 21 sehr, sehr zentral. Da gibt es auch diese sogenannten überfachlichen Kompetenzen, also solche Dinge, die wir eben für, Zitat, eine erfolgreiche Lebensbewältigung brauchen, also Selbstführung, kritisches Denken, Teamfähigkeit, Kommunikation, Kreativität. Sie werden schon unruhig, wenn ich das sage. Okay. Aber Sie sagen, es ist ökonomisch gerahmt. Also es gibt, eigentlich geht es darum, auch gute Leistungsträger und Trägerinnen heranzuzüchten mit diesen Problemen. Ja, also, aber die Frage ist eine Kritik. Ja, die Frage ist, ob man Wissen und Kompetenz in einen Gegensatz setzen muss. Natürlich nicht. Und natürlich sagen die Kompetenzleute, Wissen ist da integriert. Manche sagen, aufs Wissen kommt es gar nicht drauf an. Wichtig ist, was hinten rauskommt, sozusagen. Da merkt man auch, quasi psychoanalytisch sehr interessant, das, was hinten rauskommt. Nicht das, was vorne reingeht, sondern das, was hinten rauskommt, das ist typisch. Das ist jetzt fies. Nein, das ist nicht fies, das ist eine spontane, interessante These. Analogie. Ja, aber dass man sagt, das Wissen ist eigentlich gar nicht wichtig, sondern die Kompetenzen, das Können. Ja. Und das ist eine bestimmte Sicht. Und ich komme übrigens aus einem kompetenztheoretischen Haus. Aber natürlich nicht so, wie man heute von Kompetenzen jetzt in diesen PISA, Themen und Iglu-Studien spricht, sondern von Piaget, Chomsky oder Himes oder Lévi-Strauss. Das heißt, das ist so ein 30, 40er Jahren entstammt, diese Kompetenzkonzepte, die als Kritik gegen das behavioristische Menschenbild gesetzt worden sind und auch hier quasi der Mensch als aktiver Akteur, als aktiv in seinem Lernen sozusagen begriffen worden ist. Und das, was wir heute haben, ist eigentlich, dieser Kompetenzbegriff ist das, was man Performance nennt. Es ist eigentlich die Leistung, die man messen kann. Aber Kompetenz ist eigentlich das Konstrukt, was man nicht messen kann. Aber schauen Sie es mal. Ich meine, Sie sind ja auch ein Gegner so von Ideen wie, es sollte ein Glücksfach geben oder ein Fach namens Glück in der Schule oder sowas. Ich meine, ich als Philosoph, Sie wissen das, wir wissen viele Dinge, die unklar sind, was die jetzt nützen im Leben. Es gibt so ein bisschen einen Horizont,
etwas wie Orientierung vielleicht, man kann Dinge relativieren, einordnen und solche Sachen. Ja. Das sind doch wichtige Kompetenzen. Was haben Sie gegen ein Schulfach namens Glück? Sehr viel. Erstens würde ich sagen, die Schulfächer sind interessanterweise sehr stark an wissenschaftlichen Disziplinen orientiert. Das könnte man, alles könnte man kritisieren. Warum Biologie? Die sind auch alle sehr alt, oder? Ja, die haben aber auch eine bestimmte Objektivität. Das heißt, und das heißt, das ist für die Demokratie theoretisch sehr wichtig, dass 2 und 2 ist 4. Das ist nicht, da kommt es nicht auf deine Meinung drauf an. Und die Lehrperson kann nicht sagen, 2 und 2 ist 5, weil ich bin hier die Autorität. Geht nicht. Das heißt, das ist ein, durch das Curriculum, das ist ein inhärenter Mechanismus gegen Indoktrination. Das heißt, und das ist einer der Vorteile, dass wir als Kinder gemeinsam an einer Sache sind, selbst wenn sie uns nicht interessiert, lernen wir, hier geht es nicht um Macht, hier geht es nicht um Mehrheit, hier geht es um, sagt man das jetzt so oder so? Heißt es Le Débarcadère oder La Débarcadère? Es gibt richtig und falsch, objektiv. Das und, das, und ich glaube, dieses, das wird sehr unterschätzt, diese Leistung. Sie haben ja gesagt, es gibt Dinge, wo sich alle einig sind mit Max Planck und wichtige Dinge. Ja. Jetzt sollte man doch aber auch die wichtigen Dinge in der Schule lernen, wo man sich eben nicht einig ist. Aber politische Fragen, Wertfragen, Orientierungsfragen. Ja, sicher. Ja, das macht man ja zu Genüge heute, würde ich sagen. Okay. Aber wenn man auf das Glück zurückgehen, wenn Sie nur das, also es gibt sehr viele Vorschläge für neue Fächer, oder? Ernährung, Sie können ja überall kommen. Immer, die Schule ist völlig überfrachtet. Nachhaltigkeit und solche Sachen wahrscheinlich auch. Sie ist curricular völlig überfrachtet und gleichzeitig merken wir, die Schweiz ist jetzt wieder ein bisschen besser dran mit PIMS, PISA und TIMS und so weiter, aber man merkt und man weiß, etwa 20% der Jugendlichen oder der Schulabgänger, Abgängerinnen haben ein großes Problem mit ihrer Sprache, mit der Literalität. Deshalb, ich würde sagen, im Zentrum der Schule und des Lernens steht die Sprache, das Sprechen heißt das, das Lesen und das Schreiben, dann noch das Rechnen. Und dann schon nur am Lesen, Schreiben und so weiter, da können Sie sehr viele Fächer quasi, da kann sehr viel. Aber diese, das ist, halte ich für sehr wichtig. Und das ist wichtig für die Mündigkeit, dass sich die Menschen ausdrücken können, dass sie sich selber immer differenzierter ausdrücken lernen. Das gehört zum Bildungsprozess. Und das ist nicht einfach eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen Wissensgeschichten, sondern ich würde schon sagen, da haben wir, ich glaube, ein bisschen ein Problem. Und alle haben aus ihrer Perspektive neue Ideen, was man da noch reinschmeißen könnte in diese Schule. Aber nehmen wir das Stichwort Lesen. Wir haben eine Grafik vorbereitet, und da die, glaube ich, von 2023 ist, PISA-Studie, Rangliste im Bereich Lesen. So, die Schweiz, Platz 19. Jetzt nicht wirklich gut, aber wenn wir schauen, wer da führt, Singapur, Japan, Südkorea, Taiwan und so weiter, Südostasien, das sind Länder, die Sie auch gut kennen, die Sie oft bereisen, und Sie sagen, da können wir auch einiges lernen. Was machen die denn anders? Also ich kenne nur wenige dort Länder, aber Südkorea kenne ich ein bisschen besser, in Japan auch. Da. Und was wir von denen lernen können, weiß ich nicht. Ich will nur sagen, das ist die Frage, ob man etwas von denen... Da haben wir ja so eine Olympiade. Ja. Und das heißt, das hat übrigens mit kulturellem Vergleich überhaupt nichts zu tun. Das sind ja Leistungsstanderhebungen. Und das ist in Wirklichkeit eine völlig normative Empirie. Das heißt, das ist toll gemacht, methodisch. Und es gibt sehr interessante Einsichten, die man dabei haben kann. Aber es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, machen wir das so wie in Singapur. Oder wie diese berühmten Finnen. Immer. Sie begannen mich schon aufzuregen. Zu immer diese Finnen. Die Finnen kommen auch noch. Kommen nachher. Ich will nur sagen, etwas Interessantes ist, ich will nur sagen, die Olympiade. Das heißt, sie haben dann so eine Rangliste und sie können die überhaupt nicht deuten. Und auch zu behaupten, das würde etwas über die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Bildungssysteme aussagen, das würde ich prinzipiell bestreiten. Das muss man, es sagt etwas darüber aus, ist dieser Standard, den wir internationales Gremium festlegen, inwiefern wird der von wem erfüllt? Darüber sagt das etwas aus. Und interessant, das ist wirklich ironisch. Zum Beispiel, ganz kurz nur, Südkorea hat fast immer Top-Resultate, aber bei der Leistung. Aber bei
Motivation und Interesse lowest. So, ja, ja. Und das gefällt mir. Weil das gibt zu denken. Ja, aber das straft, es straft diese Ideen, man muss sehr motiviert sein. Nein, es kann auch sein, die Kultur dahinter. Ja, ja, Disziplin, ja. Leistung, Autorität vielleicht. Ja. Sie haben sich auch mit dem Konfuzianismus beschäftigt und liebäugeln auch mit vielen Ideen da. Nein, falsches Verständnis. Ja. Die Schriften von Konfuzius und irgendein Leistungsethos in Japan hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das wäre etwa so, wie Sie sagen würde, dieses Thurgauer Beispiel, das ist Humboldt. Ja, genau, das stimmt. Aber diese Idee von Üben, dranbleiben an etwas und erst dann durch das Essen sozusagen den Appetit geweckt bekommen für eine bestimmte Sache, das ist schon etwas, das Ihnen auch zusagt, diese Idee. Nein, ich interessiere mich für Bildungsideen im Plural. Mhm. Und es gibt nicht die Bildung und dann Humboldt und so weiter oder die wahre Bildung. Vergessen Sie die wahre Bildung. Sondern es gibt viele Ideen zur Bildung. Und die konfuzianische Idee ist zum Beispiel ein Trias auch. Zuerst muss man die Dinge kennen und können. Dann beginnt man sie zu schätzen. Und dann beginnt man sie zu genießen. Ja. Zum Beispiel, wenn Sie in der Musik, zuerst muss man Dinge mühsam lernen. Und dann merkt man, das ist viel komplizierter, als ich gedacht habe. Aber dann kann ich es. Und am Schluss genieße ich, dann kann der Jazzspieler kann improvisieren, weil er vorher sehr viele Dinge gelernt hat. Mühsam. Man muss die Akkorde können, man muss Kontrapunkt lernen, Harmonielehre und so weiter. Das ist auch so ein bisschen dieses die Bildungsidee von Hegel zum Beispiel, oder? Dass Bildung heißt Aneignung von Fremdem, von der Kultur, in der wir leben, genau. Von den Regeln, von der Geschichte. Das ist alles mal da draußen. Jetzt geht es darum, das sich anzueignen und das sich irgendwie zu eigen zu machen und dann etwas Eigenes daraus zu machen. Ja, das ist aber Hegel ist besonders interessant und das würde auch, da könnte man Parallelen sehen. Ja. Das heißt, die subjektive Aneignung objektivierter Kultur. Das heißt, ich muss quasi mir das Fremdbestimmte, das Fremde mir aneignen. Und der Staat hat nach Hegel die Aufgabe, das Kind von seiner Ursprungsidentifikation zu entfremden. Und deshalb, das haben Sie in der Phänomenologie des Geistes. Deshalb ist die Bildung bei Hegel Entfremdung und Versöhnung. Mhm. Und genau nicht so, wie die Reformpädagogik oder die meisten Menschen sprechen. Die möchten nämlich, dass es so ein Smooth Process und Entfaltung. Selbstentfaltung, so. Mhm. Die Entfaltung, das ist ja auch eine organismische Metapher. Und das heißt, die Evolutio, eigentlich die Entfaltung der Gebetsrollen. Sie haben immer, entweder es ist Religion oder Biologie. das ist so. Bei Montessori ist diese Mischung einfach explosiv und alle, Montessori ist wunderbar. Montessori nehmen wir gleich. Müssen wir über die sprechen? Ganz kurz, ja, also nur ganz kurz. Wir könnten eine eigene Sendung dazu machen, haben es auch überlegt. Aber mit anderen. Ja, können wir gerne überlegen. Sie stand ja auch in der Kritik, weil ein neues Buch erschienen ist, das so ein bisschen die Schattenseiten zeigt. Ja. Aber Stichwort Reformpädagogik, auch Rudolf Steiner und so weiter. Ja. Und Finnland übrigens, das steht ja auch das Handwerkliche, das Haptische, das Musische im Zentrum. Und wir haben kurz einen Einspieler vorbereitet. Ja. Schauen uns das mal an. Wie in allen finnischen Schulen liegt in Saunalahti ein Schwerpunkt, neben den traditionellen Fächern, auf der handwerklichen Arbeit, dem Begreifen mit den Händen, das Reformpädagogen wie der Italienerin Maria Montessori oder dem Franzosen Celestin Frenet zu Beginn des 20. Jahrhunderts so wichtig war. Ihre oft visionären Ideen wurden durch zahlreiche wissenschaftliche Studien bestätigt, die belegen, dass ein Lernprozess mehr Spuren im Gedächtnis hinterlässt, wenn er mit einer handwerklichen, die Sinne ansprechenden Tätigkeit verbunden wird. Die handwerklichen und künstlerischen Fächer sind in Finnland ein fester Teil des Lehrplans. Diese Fächer sind mir sehr wichtig. Als wir das Gebäude planten, haben wir daher den entsprechenden Klassenräumen viel Aufmerksamkeit gewidmet. Denn ich denke, dass die handwerklichen und künstlerischen Tätigkeiten auch die Lernprozesse in kognitiven Fächern, wie etwa Mathematik, verbessern. Ja, ist ja total faszinierend. Man braucht nicht nur das Hirn und das Herz, sondern vor allem auch die Hände, um Dinge wirklich zu begreifen und sie zu verstehen. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich sowieso klar. Also nicht, dass man das macht, aber das ist interessant.
Weil das hat eigentlich sehr viel mit dem Body-Mind-Dualismus zu tun. Ja. Dass man, Körper-Geist-Dualismus. Und das ist natürlich, ja, das ist, und nicht alle Dualismen sind vielleicht schlecht, aber wenn sie jetzt im, nicht im Konfuzianismus, sondern an manchen, es gibt Philosophien, so wie im Daoismus, lehnt man den sowieso ab. Das heißt, Denken ist nicht etwas Geistiges, beziehungsweise es ist etwas Körperliches. Körperfunktion. Ja, ja, der Körper, es gibt auch eine nicht bewusste geistige Tätigkeit. Und ähnlich wie auch Tiere sehr viele Dinge lernen, natürlich durch die Sinne. Die reden dann nicht drüber, weil sie vielleicht nicht sprechen können. Aber es ist eigentlich auch eine geistige Tätigkeit. Die haben ein Hirn und so weiter und die verarbeiten Informationen. Das erstaunt eigentlich nicht. Umgekehrt ist das Geistige immer zu versinnlichen. Das ist ja die Imagination. Wenn Sie so eine Idee haben, Sie reden über die Gesellschaft. Die Gesellschaft trifft man nirgendwo an. Man trifft Menschen, man sagt, das ist eine Straße, das ist ein Spital, das ist eine Schule. Mhm. Und dann sagt man, die Schule ist ein Teil des Bildungssystems, aber das Gesamtsystem treffen sie nicht an. Das heißt, das sind imaginative Produkte, die muss man sich vorstellen. Und das ist völlig richtig. So tut man normalerweise vielleicht nicht unterrichten, aber wenn man es tut, ist es gut. Und ich meine, so traditionelle, als ich da in Gstaad oben, oder? Die Zahl Pi wurde eingeführt. Ja. Ja. Ja, wie macht man das? Da mussten wir raus auf den Pausenplatz. Alle hatten so Schnüre, unterschiedlich lang. Ja. Und dann mussten wir mit denen Kreise machen, oder? Ja. Und eigentlich war das nicht wahnsinnig schlau, was wir machen mussten. Aber, und da muss man schauen. Aber Sie haben es nicht vergessen. Ja, nein, eben nicht. Und dann, manche haben kleine Kreise gemacht, manche große Kreise. Und da muss man immer schauen, diese Radius sozusagen, wie oft wie kann man den Umfang dieses Kreises, wie häufig braucht man diesen Radius? Mhm. Und es stellt sich heraus, immer ein bisschen mehr als dreimal. Aber sehen Sie, das ist jetzt nicht auswendig lernen, sondern Sie haben eine Erfahrung gemacht. Ja. Sinnlich, körperliche Erfahrung. Ja. Und dann wie viele Kommastellen wissen Sie von Pi noch? Nur, ich glaube, 1,4 fertig. So? Ja. Zwei immerhin. Immerhin nicht. Ja, 3,14. Ich würde sagen, aber es gibt, ja, das stimmt, das ist jetzt Erfahrung. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Mhm. Wenn Sie jetzt zum Beispiel im Französischen, Französisch ist ja besonders schlimm für die Ausnahmen und es gibt keine Regel dafür. Ich meine, warum? Wenn Sie so Wörter haben, zum Beispiel musste ich auswendig lernen, Bijou, Gaio, Jujenu, Ibu, Jujubu. Zum Beispiel diese sieben Wörter, ja, das sind Wörter, wo die Endung OU im Plural nicht mit S, sondern mit X endet. Ah ja, voilà. Ja, Bijou, ja, voilà, sagen Sie. Und dann hat man das gelernt, man kann nichts damit anfangen, aber man hat eine bestimmte Freude. Und wenn man dann ab und zu Spaß machen, ja, sehen Sie? Bijou schreit, nein, das ist eine Form, man kann es dann. Ja. Jetzt müssen wir noch über ein wirklich ernstes Thema reden, nämlich Integration. Was heißt wirklich ernstes? Ja, Entschuldigung, das war eine schlechte Überleitung. Ja. Integration und Inklusion und auch so die Belastungsgrenzen der Lehrperson. Also, weil die Idee ist gut, glaube ich, dass man Vielfalt fördert, dass man versucht, auf die einzelne Person einzugehen, Schülerinnen und Schüler, aber die Erfahrung zeigt, viele Lehrpersonen kommen an ihre Grenzen. Wir haben ein Beispiel mitgebracht aus Basel. Ich habe 18 Kinder in meiner Klasse, 9 Mädchen und 9 Buben. In der zweiten Klasse von Sandra Maitre gibt es grosse Unterschiede zwischen den Primarschülerinnen und Primarschülern. Könnt ihr jetzt zeigen, wer das in Abklärung ist für ADHS oder wer ADHS hat? Da haben wir du. Doch nicht nur Hyperaktivität ist ein Thema. Die Schule fördert die Kinder in verschiedenen Sonderprogrammen. Etwa Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik oder hier Orange, die Begabtenförderung. Aktuell hat nur ein Kind kein Sonderprogramm. Laut der Lehrerin erhält die Klasse rund 7 Zusatzstunden gesprochen. Weitere Maßnahmen habe der Kanton abgelehnt oder die Eltern der Kinder seien dagegen. Es ist eine sehr breite Schere, also von Kindern, die sehr lernschwach sind, bis zu Kindern, die Begabungsförderung haben. Das Problem ist, dass ich nicht alles abdecken kann. Ich kann mich nicht teilen.
ich würde gern für jedes Kind die Unterstützung geben oder die Hilfe geben, die sie brauchen, aber das ist nicht machbar, weil es sind 18 Kinder. Davon sieht man, wie viel mehr bräuchten, Unterstützung bräuchten sie mit dem, was sie haben. Und mit dem kommen sie in der Schule. Wir wollen die Integration, wir wollen die Inklusion. Und das kann ich nicht leisten allein. Viertklasslehrerin Corinna Büsch geht es gleich wie Sandra Mädch. Schwierig, schwierig. Ja. Ich habe wieder, es läuft einfach nichts. Es sind einfach immer da und sie brauchen alles, was sie nicht kriegen. Ja. Keine Therapie, keine Reaktion von irgendwo, spulend. Ich bin auch am Probieren, gell, was sie können ja machen, aber es ist einfach, es sind ein paar, die einfach nicht in der Lage sind, etwas aufzunehmen. Ja. Einfach, sie sind es woanders, sie sind mit ihrem Problem beschäftigt, wo bei Gott wirklich auch riesig sind. Ja. Einige Tage später kontaktiert mich Corinna Büsch. Sie wolle mir die unerträglichen Zustände in ihrer Klasse zeigen. Und tatsächlich wurde kurz darauf in Lehrerin Büschs Klassenzimmer randaliert. An der Wandtafel wüste Beleidigungen. Zugleich ist heute der Geburtstag von Corinna Büsch. Die Kinder finden sich zwischen Geburtstagsüberraschung und beschmierter Wandtafel wieder. Parallelklassenlehrerin Corinna Weber organisiert die Überraschungsparty. Ja, es ist immer wieder einfach schockierend, weil es sind ja ganz wenige Kinder. Und man sieht ja auch, dass die anderen Kinder schockiert sind. Aber ja, es trifft einem dann schon. Ja, schockierend, eindrücklich und auch bezeichnend, was die erste Lehrerin sagt, nämlich, dass sie sich nicht teilen kann. Also ist das ein Ressourcenproblem? Zu wenig Personal, zu wenig Geld. Gute Idee, aber so nicht machbar. Ja, offenbar, also ich habe jetzt die Schule gerade, glaube ich, wiedererkannt und ich habe dort 7 Jahre gleich in diesem Quartier gewohnt in Basel. Okay. Und ich will nur sagen, ich erinnere mich, als ich dort mal in diesem Schulhaus war. Und am Tag vorher gab es eine Veranstaltung auch in Basel und da ging es um die Inklusion. Am Vortag wussten alle, wie wahnsinnig wichtig es ist und großartig, wie viel man voneinander lernt, wie man Diversität bejahen muss. Und da haben wir einen sehr starken Diskurs, sehr moralisch, sehr aufgeladen. Mhm. Es war eine Podiumsdiskussion, aber da konnte man nicht viel irgendwie Kritisches dazu sagen. Und dann am nächsten Tag war ich dort, so eine Fortbildung irgendwie gehabt. Und da war das pure Gegenteil. Also Clash zwischen Ideal und Realität. Und das ist wirklich schlimm. Ja. Auch einfach, wie man damit umgeht. Und das zeigt auch, dass manche Diskurse so stark sind, dass diese Stimmen nicht gehört werden. Ja. Und das ist bedenklich. Das kann die Gesellschaft nicht wollen. Aber ja, was kann man da sagen? Aber die Idee ist ja nur richtig. Und ich sage das auch deswegen. Also SRF widmet sich in der folgenden Woche dem Thema Vereine. Das klingt erstmal nicht so sexy, aber es ist eigentlich eine gute Sache. Also vom Fußballverein bis zum Nachbarschaftsverein, weil also es hat viel mit Freiwilligenarbeit zu tun, aber auch damit, dass man mit Leuten zu tun hat, wo man fast nichts teilt. Ja. Ganz unterschiedliche Menschen kommen zusammen und machen etwas gemeinsam. Und diese Vereine sind ja auch auf dem Rückzug überhaupt. Der Gemeinsinn wahrscheinlich ist auf dem Rückzug. Ja. Stichwort Polarisierung der Gesellschaft, auch Vereinzelung. Ja. Wie wichtig ist das, dass wir wieder diesen Gemeinsinn kultivieren? Ja, die Frage ist, was ist Gemeinsinn? Also man muss ja ein bisschen so fragen. Gerne, ja. Und ich würde sagen, wir haben eine Krise des Gemeinsinns. Und eine Krise des Gemeinsinns ist auch eine Krise der Imagination. Und das ist auch eine Krise des Möglichkeitssinns. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass eine bestimmte Atomisierung da ist und dass hier ein Nebeneinander von zum Teil Diskursen oder Erfahrungen ist und man hat wenig miteinander zu tun, wie manche Beispiele zeigen. Dabei will ich sagen, das ist im Unterschied zu anderen Orten nicht so dramatisch, würde ich sagen, aber schlimm genug.
Und Gemeinsinn ist nicht Gemeinschaft. Das ist schon mal etwas Wichtiges. Ich glaube, die Bildung hat tatsächlich dieses Moment der Res Publica, das, was uns alles, das, was uns alle angeht und gemeinsam angeht, das ist eigentlich der, ich würde sagen, der tiefere Sinn der Bildung, an etwas partizipieren. Bildung ist immer, das, was für das Individuum Bildung ist, ist für die Gemeinschaft oder die Gesellschaft Kultur. Das heißt, Bildung ist einfach, ohne Kultur gibt es keine Bildung. Ohne Bildung kann sich Kultur nicht aufrechterhalten. Und mit Kultur meinen Sie jetzt mehr als nur Kunstwerke, sondern auch Wissenschaft und alles das, was wir Menschen hergestellt haben? Ja, natürlich, weil leider ist es so, durch die institutionelle Trennung zum Beispiel von Kulturbelangen und dann Bildung, sieht man zum Teil diese Zusammenhänge nicht. Dann gibt es ein Amt für Kultur, ein Bundesamt für Kultur, und das ist dann Kunst und Förderung von Kulturschaffenden. Und dann gibt es Bildung, Bildungsschule. Ja, und dann tut man das ist traurig, dass man das nicht sieht. Aber gehen wir zurück zum Gemeinsinn. Und dieser Möglichkeitssinn, da haben Sie ja auch gesagt, oder? Ja. Genau, der da drin steckt. Die Möglichkeit bedeutet ja, die Imagination ist ja, dass man sich von der puren Erscheinungswelt loslöst. Dass man sich, und das muss man, indem man Dinge sich vorstellt. Deshalb ist das Lesen so wichtig. Das sind ja so Buchstaben. Und die sind ja so da, und bis man sie lernt. Man merkt, und Lesen bedeutet, man hat dauernd Bilder. Dann versteht man den Text, und wir merken gar nicht, dass wir eigentlich unsere Imagination kultivieren, indem wir lesen. Und das ist sehr wichtig. Deshalb ist das Lesen sowieso sehr wichtig. Und das sind ja die inneren Bilder, die wir selber kreieren. Warum sind diese inneren Bilder, diese Imagination so wertvoll überhaupt? Ich glaube, das Lesen hat etwas Intimes. Beim Lesen, im Unterschied zum Schauen, sind wir beim Lesen mit uns selbst beschäftigt. Und was wir uns vorstellen, ist sozusagen unsere Sache. Und es geht quasi wie niemandem etwas an. Das Lesen ist etwa 6000 Jahre alt. Und früher, zu Beginn, waren es die heiligen Texte, die gelesen worden sind und sind immer laut gelesen worden. Ich glaube auch, das laute Lesen ist übrigens wichtig. Lesen ist sowieso, ist nicht alles, aber Lesen ist sehr wichtig. Aber die Bilder kommen aus uns heraus, sind irgendwie eine Art von, ja, auch eine Art von Selbsterkenntnis, die dann stattfinden kann. Weil etwas von mir zum Vorschein kommt. Ja, einerseits brauchen wir für die Erinnerung, brauchen wir die Imagination auch. Das ist die retrospektive Imagination. Das heißt, wir holen Bilder hervor, die werden dann ein bisschen vermischt und irgendwie. Und proaktiv kann man auch sagen, können wir etwas kreieren. Aber in Wirklichkeit nie so originell. Das radikal Neue kann gar nicht imaginiert werden. Sondern die Imagination hat sie leistet Synthesen. Und das ist typisch, man könnte auch sagen Verknüpfung. Mhm. Sie tut Punkte miteinander, die plötzlich, wenn der Paul Celan schreibt schwarze Milch, plötzlich erhält diese eigenartige Kombination. Niemand weiß, was eigentlich genau das ist. Und trotzdem hat man das Gefühl, oh, schwarze Milch. Und in dieser Todesfuge. Ja, ja. Und das ist ja ein verrückter Begriff. Ja. Und plötzlich mag man das. Und das ist nicht eine objektive Beschreibung von Wirklichkeit, aber sie wird verstanden. Das ist der Gemeinsinn. Der Gemeinsinn hat nichts damit zu tun, dass wir etwas beweisen können. Beim Gemeinsinn sind wir wie beim Urteilen, das gehört nämlich zusammen, abhängig von der Zustimmung der anderen. Und das ist nicht Induktion oder Deduktion. Wir sagen nicht, das ist ein Beispiel von der Hannah Arendt, wir sagen nicht, das ist eine Blume, das ist eine Rose, alle Rosen sind schön, das ist eine Rose, diese Rose ist schön. Das sagen wir nicht. Und trotzdem streiten wir über Ästhetik und über Schönheit und haben das Gefühl, ich kann dich auch überzeugen. Das ist die Idee von Immanuel Kant gewesen. Genau, wir streiten und die Ästhetik trennt uns, wenn wir uns nicht einigen. Wenn Ihre Partnerin findet, das, was Sie schön finden, ist einfach Kitsch. Mhm. Das ist nicht gut für die Partnerschaft. Das ist ein Problem. Ja. Das sagt man nicht, du denkst das und mir ist es egal. Das heißt, wir brauchen diese Zustimmung. Und das ist ja beim Urteilen, das ist dort, wo uns das relevante Wissen unter Umständen fehlt. Oder wir wissen, wir werden es nie haben, wir kennen die Wahrheit nicht, aber wir müssen die Dinge beurteilen. Ja. Und das ist typisch für die Pädagogik, fürs Leben. Ja. Und das ist die Beurteilungssituation. Herr Reichenbach, wir sind leider schon am Ende dieser Stunde. So. Eine letzte Frage. Ja. Was ist das Wichtigste, wenn Sie zurückdenken, das Sie damals in der Schule gelernt haben? Ganz kurz.
Das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Das weiß ich nicht. Es gibt schöne Dinge. Aber für mich persönlich, nicht was das Wichtigste ist, aber was ich... Sie persönlich. Für meinen Bildungsgang war es eigentlich, dass ich dort in Gstaad, weil es dieses Yehudi Menuhin Festival gab und die Musikschule dort, dass man auch, vielen Kindern auch mir ermöglichte, ein Instrument zu lernen, ohne dass meine Eltern dafür groß etwas bezahlen mussten. Und dieses Musik... spielen und lernen zu dürfen, ist eine Exklusivität. Man ist mit einer erwachsenen Person alle Wochen, 40 Minuten, schon das ist exklusiv. Und es tut einem ein Fenster auf. Ein Horizont. Ist, ja, das ist ja, ein Horizont. Ja. Das nehme ich gerne als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Herr Reichenbach. Ja, danke Ihnen. Ja, wie war eigentlich eure Schulzeit und was sollten wir in Sachen Schule dringend ändern? Schreibt es uns in die Kommentare und hier drüben findet ihr wie immer zwei weitere Gespräche zum Thema. Danke euch fürs Mitdenken und bis bald.